Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. So, wir sind ja gerade im Wolkenpalast, im Windpalast. Haben wir das schon drinnen? Warte mal, ich muss mich da kurz wieder orientieren. Ich gehe da kurz mal runter. So, wo war denn, da war ja der Eingang, ne? Weil ich weiß, dass es das ziemlich verwirrend war. Genau, so, da war der Eingang. So, pass auf, Karte. Das ist mal der Eingangsraum. Da braucht man jetzt auf jeden Fall mal die Lampe, zumindest. Hilft uns die hier? Ah, wir haben ein Schwertwurf. Oh, oh, noch. Boah. So, da mal er. Wo ist dieser Typ, der die Knochen wirft? Stahlfoss, ist der. Haben wir ihn erwischt? Nö, haben wir nicht erwischt. Boah, jetzt haben wir ihn erwischt. Okay. So. Den Anrobin nehmen wir mit. Gut, aber sonst gibt es hier mal. Ich muss mich ganz kurz mal orientieren. Ich weiß, dass wir hier schon waren. Und wir uns hier auch schon umgesehen haben, aber trotzdem muss ich mich hier nochmal orientieren. So. Da geht's rauf. Da gehen wir gleich rauf. Geht ein bisschen langsamer, nicht, dass da irgendwo der Gegner ist. Oh oh. Oh oh, shit. Oder sagen wir eher. Okay, und das war ja. Perfekt. So. Da oben war. Da war, glaube ich, die Dungeon-Karte. Sonst gibt es hier aber nichts mehr. Okay, so. Bitte kurzer Blick auf die Karte. So. Wir können hier im Endeffekt nichts machen, außer. Eine Etage höher gehen. Jawohl. So, OG1. So. Wie verwirrt hier alles? Da kommen wir sowieso nicht durch. So, da könnten wir runterfallen. Ich glaube, das haben wir schon probiert. Aber. Genau, das bringt sich an dieser Stelle mal nichts. Da ging es runter. Wir schauen uns erst einmal in den Raum herum. Ich hab's gewusst, dass. Wow, Alter! Okay. So, wenn wir da runterfallen, kommen wir da irgendwo hin. Fast werden wir einen starken gefallen, aber sonst sieht da nichts. Und ich glaube, als wir. Wenn wir da runterfallen. Dann passiert auch nichts. Okay, gut. So. Dann aber könnten wir. So. Da auch lang. Gehen wir mal ganz kurz nochmal da lang. Der scheiß Flammenwand da. Okay, zumindest ist der mal weg und da könnten wir auch runterfallen. Und genau, da sind wir da gelandet. Perfekt. Und da waren wir dann auch. Okay. So. Gleich sind wir diesen Räumen hier durch. So, ich glaube, der lebt. Noch. Der lebt. Noch. Das heißt aber im Umkehrschluss, man kann sich im Endeffekt. Leben die jetzt wieder? Fuck. Boah.
Aber der dreht sich nur im Kreis, okay. Okay. So. Man sieht im Endeffekt eh an den bei den Löchern, wo man hinfällt. Es wäre jetzt interessant, wo man hinkommt, wenn man links unten und rechts unten hinfliegt. Probieren wir es einfach aus, ich muss es probieren. Okay, das hat mir gar nichts gebracht. So, ah, letztes Mal noch. Und dann haben wir es. Okay, zumindest ist der tot. Bleibt auch tot. So. Kommt man da irgendwo hin? Auch nicht. Ah, alles klar, gut. Und da gibt's, im Endeffekt gibt es ja auch nichts mehr, wo man hinfliegen könnte, ne? Okay. Und die Tür war zu. So. Die eine Tür, die in den Raum war, die war zu, also können wir eh nur hier lang. Machen wir es jetzt mal. Und jetzt sind wir wieder hier, alles klar. Bei denen verwende ich den Bumerang. Wir brauchen jetzt gerade eine Lampe nicht. Ah, ich weiß schon wieder, das war ja... Oh, dieser Raum hier. Muss man den mit dem Bumerang abschießen? Nö. Okay, sehr gut. Bleiben wir mal beim Bogen. Den Schlüssel haben wir nicht, ne? Oh shit. Ja, probieren wir es einfach mal aus. Wir brauchen auf jeden Fall immer einen Abstand. Das habe ich befürchtet, das war's mit dem Schwertwurf. Aber... Warte mal, ich gehe mal ganz schnell da runter. 1, 2, 3, 4. Ah, die muss man... Okay, 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 okay. Verstehe, aber ich glaube, wir müssen jetzt nochmal rein und raus gehen. Sehr gut, die respawnen nicht. So, dann nochmal. Ich dachte nämlich, dass der Schatten, wo man sich draufstellen muss. Tatsächlich muss man da aber nur ein Schwert schwingen. So, das schaut gut aus. Das schaut gut aus, okay. Nehme ich eh auf, Musik und alles läuft auch, ja. So, genau, die eine Tür, die war verschlossen mit einem Schlüssel und da kommen wir jetzt hin. Irgendwie das Gefühl, dass man das Item hier braucht. Wow. Auf da. Okay, so, da haben wir Truhe. Den Schlüssel, okay, den werden wir gleich brauchen. Geht's hier noch hin? Ah, Abkürzung. Perfekt, okay. Und da. Ah, ja, zwar ganz cool. Na gut, dann. Das war jetzt klug. Gehen wir da lang. Du. Was ist das für ein komischer Raum da? Ich zücke schon einmal im Bogen. Okay, die kann man... Shit, die kann man gleich besiegen. Man schwebt da. Hm. Also wir müssen wahrscheinlich rechts rüber, aber... Okay, das... Wie ist es begangen? Ah! Ich muss das probieren. Shit. Ezelot, es gibt nicht nach, okay. So, einmal so, einmal so.
Wow. Bleib mal fern. Gut, da wären wir jetzt einmal ein Land. Aber trotzdem würde es mich interessieren. Wow. Jetzt fährst du daneben. Warum? Ah. Mich würde das interessieren, ob es da drüben auch noch was gibt. Nö, schaut nicht so aus. Okay, dann gehen wir da durch. Ja, verdammt. Gut, jetzt ist eh wurscht, das kann ich jetzt wieder riskieren mit dem hier. Das gibt's ja nicht. So, gehen wir hier jetzt. Da könnte man rauf. Und links können wir nicht lang. Da ist die Tür zu. Aber wir könnten nach oben. Ich glaube, den Kompass haben wir aber die Karte noch nicht. War das so? Okay. Da ist auch zu. Jetzt nicht mehr. Ah, das ist die Türe hier. Ja, jetzt haben wir die ja. Okay, kenne ich aus. Dann möchte ich doch mal riskieren und schauen, was passiert, wenn man da runterfällt. Wahrscheinlich genau nichts. Yes, genau nichts, okay. Aber ich counter kurz. Ja, das macht man hoffen, dass irgendwo Herz drin ist. Da sind Herzen drin. Ein paar zumindest. So. Gehen wir den altbewährten Weg wieder. Holy shit. Es gibt's ja nicht. Okay, zum Glück. Oh, dieses Skelett ist immer noch tot. Dann sind wir eh wieder hier. Perfekt, die Abkürzung haben wir freigeschaltet. Na ja, gut, dann können wir ja im Endeffekt eh nur nach oben. Der Raum kommt mir bekannt vor. Den haben wir von irgendwo schon mal gesehen. Ja, genau, genau, da waren wir. Oh. Da waren wir schon mal drin, wenn wir draußen noch rumgerannt sind. Deswegen kommt das so bekannt vor. Geh mal da lang, weil da gibt es eine Truhe. Ja, shit. Alter, wo uns waren die sitzt? Alter, ist das fies. Okay, das war richtig fies. Oh Gott. Das wird nicht mein Lieblingsraum. Ah, Herze. Okay, wieder. Schwertwurf. Hat das Ganze doch was Gutes. Und das war's. Wo leben die wieder? Das war's mit dem Schwertwurf, wollte ich sagen.